Hey Leute, Fuhe vom Team Holzbein. Es geht weiter mit Part 4 zu meinem Let's Play von FTL. Am Ende der letzten Folge haben wir noch kräftig eingekauft, uns hochgeheilt. Aber jetzt geht's weiter. Wir machen hier eventuell noch hier einen Kampf. Wir haben ja noch genug Zeit hier. Dann können wir noch den Quest machen und dann weiter zum Exit. Okay, wir sind jetzt da angekommen. Es ist hier ein sehr gefährliches Gebiet. In dem Nebel darf ich ihn nicht sehen, aber wie immer ist die blaue Option einer der besten. Und es hat uns auch ziemlich viel gebracht jetzt. Wir fliegen aber jetzt weiter zum Quest, da uns diese auch immer sehr wertvolle Belohnungen geben. Wir treffen hier auf eine Drohne, die einen Außenposten beschießt und wir vernichten die Drohne natürlich so schnell wie möglich. Ich spare mir hier jetzt meine Artemis-Raketen, ich habe nur noch drei wahrscheinlich erreicht für diese Situation jetzt der Laser aus. Das Waffensystem ist zerstört, das heißt, wir können den gemütlich mit dem Laser vernichten, ohne hier eine Rakete zu verwenden. Ich habe jetzt währenddessen. Ah, okay, das ist ein schönes Ding. Long Range Scanners. Das sind Augment, heißt Zusatzmodule fürs Schiff und die sind immer sehr gut. Jetzt sind wir endlich auf der Station und haben hier auch was bekommen von den Leuten und ein Survivor hat sich uns angeschlossen. Also es sieht jetzt ziemlich gut aus. Wir haben jetzt eine Crew von 5 Mann. Würde ich sagen, optimal. Umso mehr Leute man hat, umso besser. Und wenn man dann zu viele hat, kann man ja zur Not auch einen verkaufen. Ja, wir sparen jetzt mal. Wie gesagt, ich habe ja zwischendurch ein wenig gespielt in einem anderen Speicherstand. Und habe dort ein bisschen rumgespielt, wie ich am besten handle, wie man am besten überhaupt spielt. Und habe da ziemlich Erfahrungen gemacht und die kann ich jetzt auch sicher einbringen. Wie ich das gemacht habe, ich habe das Save Game von meinem Let's Play in einem anderen Ordner gespeichert. Und habe dann ein neues Spiel angefangen und dieses dann wieder in einem anderen Ordner gespeichert. Das mache ich natürlich nicht bei dem Speicherstand. Ich will ja nicht cheaten. So, wir treffen jetzt auf ein Schiff, das braucht Treibstoff. Solche Situationen zahlen sich immer aus. Wenn man denen zwei Treibstoff zahlt, bekommt man meistens im Bereich von 60 bis 80 Scrap zurück. Aber wir haben diesmal eine sehr gute Waffe bekommen. Das ist eine Laserstrahlwaffe. Wir haben aber noch nicht genug, um die zu verwenden. Ja, eine Bombe haben wir hier auch. Tja, wir springen mal weiter. Hier kommt ein Schiff dank unserer Sensoren, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall mehr Planeten besuchen, mehr ausbeuten. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Crap. Okay, wir haben da jetzt wem geholfen und bekommen zugleich eine Ausbeute. Sehr feine Sache. Wieder ein leeres Gebiet.
Wir versuchen jetzt noch immer möglichst nichts auszugeben, damit wir dann beim nächsten Händler etwas bereit haben. Das Problem ist jetzt hier in der Situation, wir können denen jetzt leider keinen Treibstoff anbieten. Wir haben nur noch 6 Treibstoff und dann schaffen wir es selber nicht mehr zum nächsten Exit. Das ist das Problem. Sonst hätten wir das natürlich gerne gemacht, aber ja, lieber nicht. Ja, wir haben bei einem Research-Institut hier mitgemacht. Hat sich für uns gelohnt, haben Crap bekommen. Mir ist gerade eingefallen, wir brauchen auf jeden Fall den MathBay auf Stufe 2, falls wieder ein Random-Event kommt, wo einer unserer Crewmitglieder erkrankt, lohnt sich das auf jeden Fall. Man muss es auch gar nicht aktivieren dann, für wenn so ein Quest kommt. Es reicht schon, wenn man die Stufe erforscht hat. So, wir sind jetzt beim nächsten Trader. Ich schau gerade, ob wir hier was verkaufen. Ich würde sagen, wir verkaufen die Bombe. Und die drei Waffen behalten wir uns. Die Drohne behalten wir uns auch vorerst. Obwohl, hier hätten wir die Chance, einen neuen Laser zu kaufen. Wir haben einen Burst Laser Stufe 2. Hier gibt es einen Burst Laser Stufe 3 oder einen Heavy Laser Stufe 2. Sehen wir mal, wie viel Schaden der macht. Ein Schaden pro Schuss. Und der Burst Laser Mark 3 macht auch einen Schaden pro Schuss, feuert aber 4 Schüsse ab, wobei wir hier doppelt so viel Energie brauchen. Der Heavy Laser Mark 2 feuert auch 2 Schüsse ab und macht auch 2 Schaden pro Schuss. Also das wäre doppelt so viel wie beim Burst Laser 2. Aber ich denke, wir werden keins von den beiden kaufen. Ionenkanone mag ich sowieso nicht. Wir haben nämlich sowieso nicht allzu viel Geld. Wir investieren das lieber in Treibstoff und Raketen. Das ist im Moment wichtiger. Drohnenteile kaufe ich jetzt absichtlich nicht. Die bekommen wir sowieso ziemlich oft, wenn wir auf Gegnerschiffe treffen oder auf Special Events. Wieder die Chance hier ein Schiff anzugreifen. Mache ich jetzt auch. Mache jetzt eigentlich immer eine neue Taktik. Nämlich schieße ich mit der Artemis-Rakete natürlich auf das Schild und mit dem Laser dann auf die Raketen und damit haben wir quasi sichergestellt, dass das Schild durchbrochen ist und dass die dann nicht mehr weiter auf uns feuern können. So, wir bekommen jetzt wieder Scrap-Material und können jetzt die Station durchsuchen und haben auch eine Waffe gefunden, eine Ionenbombe. Sehr gut. Sehr nice hier. Wir springen gleich weiter. Das ist schon genug repariert.
Wir könnten jetzt noch, wir springen zum besten zu dem Distress-Signal. Dann wäre die höchste Chance auf Ausbeute, aber es war eine Falle. Kein Problem. Verteilen wieder unsere Crew aufs Schiff. Legen die Waffen lahm, so wie immer, und wenn möglich versuche ich so wenig wie möglich Raketen hier aufzuwenden, da diese ziemlich teuer sind, und versuche meistens alles mit dem Laser abzuarbeiten, der kostet mich nichts dauerhaft. So, wir bekommen jetzt ein Angebot, das werden wir akzeptieren, schaut ziemlich gut aus. Haben da noch was zu verkaufen? Tja, und wir sind wieder mal gut ausgestiegen. Also, was ich gemerkt habe, durch das Spielen in dem anderen Spielstand habe ich schon viel gelernt. Kann das jetzt doch sehr gut hier einbauen. Und kenne bei weitem mehr Tricks als vorher. Jetzt weiß ich vor allem, dass es immer wichtig ist, die Schilde down zu bringen, dann das Waffensystem. Aber wir haben jetzt Zeit, wir brauchen, glaube ich, nicht die Artemis hier. Nehmen wir das Angebot an, diesmal nicht, weil hier haben wir die Chance, glaube ich, mehr rauszuschlagen, als die uns jetzt geboten haben. Die Schilde werden aber schon repariert. Wir sehen das nur noch nicht, weil wir nicht den ausgebauten Detektor haben. Und wir haben auch ein bisschen mehr bekommen jetzt Ausbeute. Wenn wir den Detektor jetzt mehr ausbauen, sehen wir das dann, glaube ich, besser. Aber wir warten jetzt noch mit der nächsten Investition, sparen lieber für den nächsten Store. Nämlich immer wichtig, damit man für den Store dann genug Geld hat für Treibstoff und Raketen. Ja, wir haben ein leeres Schiff gefunden und plündern das natürlich gleich aus. Und das hat uns auch eine schöne Ausbeute gebracht. Ein Händler. Tja, wir haben jetzt da einige Bomben zu verkaufen. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob ich da mich nicht mal rumspielen sollte mit den Bomben hier. Bringen mir aber ziemlich viel Geld, wenn ich sie verkaufen würde. Haben wir auch eine ziemlich starke Waffe haben wir hier. Ich würde sagen, die Ionenbombe probieren wir einfach mal im nächsten Kampf. Und die kleine Bombe hier verkaufen wir. Ziehen wir mal, heilen uns mal voll, das ist auf jeden Fall wichtig. Crewmember brauchen wir, glaube ich, nicht. Sparen wir lieber. Kaufen hier nur Treibstoff und Rockets. Und das passt soweit und bauen hier lieber unser Schiff aus. Muss ich noch eins in das System stecken. Ja, die haben wir jetzt auch bereit, die Bombe hier. Das heißt, brauche aber jetzt noch einmal Energie hier, damit ich dann alles verwenden kann. Ich habe das gerne so effizient wie möglich alles. Aber ich sehe gerade, wir bauen am besten noch unser Sauerstoff aus und unsere Detektoren, damit wir hier gut gerüstet sind. Und weiter geht's ins nächste Gebiet.
Ja, wir haben jetzt die Chance zu handeln. 5 Treibstoff gegen 2 Drohnenparts. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier noch keine Drohnen zur Verfügung. Deswegen ist das kein Problem für uns, die Drohnenteile hier auszutauschen. Wir sind jetzt wieder in einem nebeligen Gebiet. Und ich lege es jetzt auch mal auf einen Kampf an. Da wir aber Blasters haben, sind wir zumindest ein wenig sicher. Und wie gesagt, was ich gelesen habe an Informationen ist, dass es wichtig ist, dass man am Anfang hier relativ viel riskiert und dann eigentlich zum Ende hin eher nicht mehr so viel riskiert dann wie am Anfang. So, okay. Not enough power. Schießen wir nochmal mit der Artemis hier. Das Schild ist wieder hochgefahren. Sollte hier lieber aufpassen. Nochmal einen Schuss mit der Rakete auf Schild. Akzeptieren wir das? Sieht eigentlich, ja, sieht gut aus. Akzeptieren wir und lassen wir das. Weiter geht's. In den nächsten Kampf gleich. Wir haben hier leider jetzt einen Breach. Ich pausiere hier eben. Hier sind jetzt Gegner auf unser Schiff gekommen und leider in einem schlechten Teil unseres Schiffes, sehr günstig, sehr ungünstig für uns auswirkt. Aber wir werden die da abfangen gleich. Wir müssen, wichtig ist hier aufzupassen, dass unsere Leute hier nicht sterben. Also immer genug rüber senden zum Kampf. Ich mache bewusst nicht Autofeuer, da ich nicht will, dass dann vielleicht gefeuert wird, so wie ich mir das nicht vorstelle, so dass zum Beispiel Raketen verschwendet werden oder dergleichen. Das Waffensystem ist jetzt sowieso down. Zerstört sind sie auch. Sehr gute Ausbeute. Passt und alle wieder vollgeheilt. War wieder ein schneller Kampf hier. Den schicken wir da nach hinten. Sehr gut. Weiter geht's. Wir fliegen hier aber eher in die Mitte, da haben wir mehr Planeten zu besuchen. Ein Signal hier von einer Station. Und jetzt hat sich anscheinend haben sich Feinde auf unser Schiff teleportiert und sie sind hier in dem Gang. Das heißt, ich werde jetzt mal alle hier nach hinten senden. Ich glaube, es wird mir nicht mehr gelingen, dass ich hier entlüfte. Okay, wir entlüften hier. Anscheinend sind es mehr Intruders. Und zumindest werden die dann angeschlagen. Okay. Wir schließen jetzt wieder die Blast Doors. Lohnt sich jetzt nicht mehr zu lüften, da sie schon zu weit hier in die Mitte eingedrungen sind. Wir müssen jetzt hier aufpassen,
damit wir schnell das Sauerstoffsystem reparieren. Nämlich leiden unsere Besatzung schon schweren Schaden. Ich muss den aber noch hier töten und schnell einen zum Reparieren schicken, damit sich das hier ausgleicht. Und sieht eigentlich ziemlich gut aus, sind die meisten wieder vollgeheilt. Leider hier das System noch nicht repariert. Ich schicke jetzt den Rockman zum Reparieren. Der hat nämlich mehr Leben und der hat dann mehr Zeit hier zu reparieren, bevor er zu viel Leben verliert durch den wenigen Sauerstoff im Raum. Ja, haben wir es geschafft wieder mal. Was ich sehe, wir sollten auf jeden Fall jemanden im Sauerstoffraum lassen, da es ein sehr wichtiges System ist für uns. Und wie wir gerade gesehen haben, es kann schnell down sein. Und das gefällt uns dann nicht so gut. So, das war's schon wieder für den vierten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.